Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy Silver auf Pelzig. Und ich habe nicht zu früh den Cut gesetzt, jetzt mal ohne Witz. In der letzten Episode, falls das noch am Ende mitkriegt habt, der Kater, der pennt hier als bei mir im Zimmer. Und da das ein alter Mann von 11 Jahren ist, liegt er dann da und fängt an sich zu putzen und verschluckt sich dabei. Und dann macht er so Geräusche dann dabei, wenn er sich verschluckt. Da habe ich nicht zu früh den Cut gesetzt, weil ich ihn dann immer streichle und beruhige muss. Und er muss dann raus auf frische Luft schnappern. Da war ich nochmal mit ihm draußen. Jetzt hat er sich wieder beruhigt und jetzt ist alles wieder gut. Also keine Angst. Ich habe hier Kenner im Hinterzimmer umgebracht oder so. Und ein Kater geht's ach wieder gut. Hugo ist in Ordnung. Und mit dem Gewissen können wir weiter starten. Und können hier wieder gegen den nächsten Mini-Boss Eiszapfer kämpfen. So. Wir machen jetzt mal Ifrit auf alle. Und wenn der nicht hilft, nicht was, probieren wir doch mal den Selbstmord aus. Aber ich denke, Ifrit sollte hier definitiv seine Wirkung erzielen. Ich meine, die Fledermäuse sind sowieso so Pille-Palle-Gegner. Aber der Eiszapfer dürfte so drauf besonders hart Arschlacher. Ja, durchaus. Das hat definitiv was gebraucht. Jetzt bin ich mal gespannt, Level 4 Selbstmord, ob das was bringt. Natürlich nicht. Aber das dürfte jetzt schon ausreichen, um den zu knacken. Nett? Na gut, dann boostet. Na Allah. Geh doch. Also so hart sind die Bursche jetzt auch nicht. Die kriegen wir noch locker gebacken. Also wenn wir an dem Eiszapfer verzweifeln würden, glaube ich, wäre man definitiv nicht so weit, um hier überhaupt irgendwas machen zu dürfen in dem Bereich. Södeler? Ja, die geben richtig ordentlich Erfahrung und richtig ordentlich AP. Aber bisher waren die alte Drache im Cetra-Tempel immer noch die effektivste, muss ich sagen. Nee. Auf so Gegner warte ich irgendwie noch, um mal die Zeit zu nutzen, dass wir vielleicht noch mal eine Runde aufleveln können. Und ich jetzt sage, das Erfolgsrezept von Eva, das machen wir gerade noch einmal. Wir beschwören noch einmal Ifrit und hauen dann drauf, was möglich ist. Weil zweimal noch mal auf der Wäsche gekloppt und das Ding ist auch wieder hinüber. So. Wir machen die ganze Zeit nur Ultrasound auf der Cloud, glücklicherweise immer. Sonst könnte das Hit jetzt nicht so effektvoll hier Ifrit beschwören. Ich finde, beim Cloud sieht es irgendwie immer ganz cool aus, wenn er dann ein bisschen rumfuchtelt und dann beide Hände vorreckt für den Zauber. Beim Barret sieht es immer aus wie Detlef die Soest-Choreografie. Und beim Sid wirkt es einfach nur wie wütendes Rumgehampel, wenn der beschwört. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie beim Sid wirkt irgendwie alles immer etwas wütend, wenn der das macht. Nee, das brauchen wir jetzt auch nicht. Limit-Attacke ist, glaube ich, definitiv fehl am Platz. Der müsste jetzt auch bröckeln, ja. Na Allah. Wir haben mal wieder etwas mehr Schade abkriegt, aber das ist definitiv dann auch der Artzahl von Gegner geschuldet und dass die halt zuerst angreifen durften und das hat der Eiszapfen nochmal ein bisschen Angriff gehabt hat. Und wie sieht's aus? Jawollo! Sehr gut. Vampirzahn haben wir wieder gekriegt. So, jetzt können wir noch zu der Kiste am Ende und dann können wir wieder in den Raum runterhupsen. Nee, da müssen wir nämlich den ganzen Umweg nicht nochmal rennen. Letztes Elixier. Was ist denn letztes Elixier? Gucken wir gerade nochmal. X-Trank, das war, stellt HP wieder her, ja, ja. Aber bei Hammer, dann letztes Elixier. Ist das irgendwo ganz ungelichtet oder so? Nee. Dann gucken wir gerade nochmal over. Mega-Elixier der Truppe. Hui, das ist nicht schlecht. Letztes Elixier? Nö. Hammer, nix. Na gut, na gut. Dann will ich aber sagen, wir machen hier nochmal Heilung 2 auf alle und dann können wir auch getrost hier... Oh, Mist. Mist, wir können gar nicht hier runterhupsen. Das ist schade. Na gut, dann müssen wir jetzt halt doch nochmal den Umweg laufen. Ich habe gedacht, wir könnten jetzt auch nochmal so hupsen, aber für erletschtes Elixier müssen wir jetzt halt nochmal den Umweg in Kauf nehmen. Aber ich finde, das ist es definitiv wert, weil ich mag hier auch wirklich jeden Gegenstand aus der Truhe plündern, der hier möglich ist. Oh, jetzt werden wir noch von den Kreaturen von hinten attackiert. Aber wir probieren einfach mal zu rennen. Bringt nichts. Ah doch, es bringt tatsächlich was. Das war's jetzt. Das war's mir jetzt auch nicht wert, um ehrlich zu sein, um Donomon eine Limit-Attacke zu verschwenden oder auf Zaubernummer zurückgreifen zu müssen.
Und, was können wir? Was haben wir jetzt? Ah, okay, wieder so Dreiergespann. Die ich jetzt einfach nur mal so attackieren wolle. Feintechnik machen wir jetzt mal den Zauberatem nochmal auf die Viecher. Und Sid soll zur Not nochmal Blitz 3 auf die Kreatur, die noch überlebt, machen. Gucken wir mal. Zauberatem. Ja, es gibt sehr, sehr geile Feintechniker. Deswegen würde ich jedem von euch noch rote. Wenn ihr Feintechnik habt, rüstet mindestens ein Charakter damit aus. Das ist es definitiv wert. Allein schon, wie heftig die Angriffe hier sein können. Also das ist es definitiv wert, wie ich finde. Okay. Na gut, dann sind wir jetzt wieder hier in dem Bereich. Und hier sehen wir, dass die Eiszapfen runtergekracht sind. Aber hier dürften sie auch was anderes ausgelöst haben. Moment. An der Stelle würde ich sagen, wir verwenden Mole Zelt. Und an der Stelle würde ich sagen, wir speichern auf jeden Fall. Ach, noch einmal. Und Peng und Peng. Und dann gehen wir hier hoch, weil hier auch noch ein Eiszapfen runtergekracht ist. Und jetzt kommen wir an die Speedkapsel. Die Speedkapsel. Ich würde sagen, weil er wirklich sehr lange nicht in der Gruppe dabei war, kriegt der Sid erstmal sein ganzes Zeug. Und ihr werdet auch im späteren Verlauf vom Spiel merken, warum ich jetzt auch im Cloud schon nicht unbedingt so viel nochmal gebe. Sondern jetzt einmal wirklich das Sid und der Barrett ein bisschen Pumpe wert. Das hat definitiv seinen Grund. Ich weiß ja, wie die Story weitergeht und was so kommt. Und da beuge ich schon ein bisschen vor. Ich glaube, jetzt habe ich euch so richtig auf die Folter gespannt und jetzt wollt ihr unbedingt wissen, was Sache ist. Aber das werden wir schon definitiv früh genug sehen. Keine Angst. Jetzt muss natürlich nochmal vor der dappische Truhe nochmal ein dappischer Zufallskampf kommen. Die sind hart. Die sind hart, das weiß ich. Die sind in jedem Final Fantasy hart. Die Marlboro. Wie im richtigen Leben, die Marlboro sind die härtesten Dinger. Ah ja, ich weiß, die sind entsetzlich heftig, die Viecher. Und ich mache nochmal einen Feuerzauber drauf. Die haben nämlich extrem miese Techniken drauf, die Biester. Und da kommt uns wieder unser Elementband zur Gute. So, jetzt brauche ich Sarah. Ja. Die Viecher haben ein paar richtig gemeine Dinger drauf. Die können beispielsweise auch Leute versteinern. Und die können extrem heftige Attacke ausführen. Ach, Bio 3 und sowas, glaube ich. Also, super schwer. Sehr gut. Und definitiv Marlboro, egal in welchem Final Fantasy ihr die treffen, die gibt es nämlich immer in jedem Teil. Die sind immer sehr, sehr harte Gegner. Okay, das gibt jetzt natürlich nochmal richtig geil an Materia-Slots, aber zwei mehr sind mir den Downgrade von Angriff nicht wert. Das ist eher etwas, was wir verkaufen könnten. Ich finde es auch schade, dass man irgendwie wie am Anfang so häufig in Dörfer oder Städte auf einen Materia-Lade stoßen, wo wir einmal unser Zeug verkaufen oder neue Materia dazu kaufen könnten. Es gibt nämlich noch so ein paar Support-Materias in Gelb, die wir gebrauchen könnten. Werfen wäre zum Beispiel nicht schlecht. Da können wir dann so Sachen wie das Superschwert, wenn wir sagen, okay, das ist unnütz, dann könnten wir das Superschwert beispielsweise auch verkaufen. Okay, jetzt haben wir hier wieder Gabelung. Und ich jetzt sage, wir gehen jetzt erstmal noch rechts. Ich bin mir nicht sicher, was hier der richtige Weg ist. Ich habe es zwar schon mehrfach gespielt, klar. Aber ich habe nämlich jeden Winkel und jedes Zeichen und jede Bonusbelohnung im Kopf. Ich glaube, das wäre jetzt kupst wie gedupst, wie wir noch gegangen wären. Wir wärmen uns nochmal auf. Interessanterweise finde ich aber, interessant finde ich, dass der in der Gletscherhöhle sich nicht aufwärmen muss, aber nur wenn es ans Klettern geht. Also das wäre irgendwie cool gewesen, wenn man das dauerhaft gehabt hätte hier in dem Gebiet. Und wenn wir dann möglicherweise auch so Wintermäntel oder sowas gefunden hätten, die uns dann möglicherweise auch nochmal hier die Temperaturstürze nochmal etwas erleichtert hätten. Wäre ganz cool gewesen. Okay, ich würde sagen, die attackieren wir normal. Und Sid, rauch doch mal die Biester aus. Und Cloud, damit wir das jetzt auch mal sehen. Mache ich jetzt mal Regeneration auf alle. Beruhigungsmittel gestohlen, das ist nicht schlecht. Da hatten wir nämlich nur noch eins parat. Das sehen wir jetzt, wir werden mit grüner Gülle hier, mit Feenstaub, eingepudert und glühen orange. Und das Ganze hat halt nochmal den Vorteil, dass wir jetzt Stück für Stück immer mal so ein bisschen wieder Leber regenerieren. So, der ist weg.
Raub doch mal den hier nochmal aus. Und wir sehen... Ah, das ist nicht so wie bei Final Fantasy 9. Wir sehen, wir werden permanent wieder hochgepumpt. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Also wir werden permanent hochgepusht. Und nicht wie bei Final Fantasy 9, du warst so gelöst, dass man irgendwie alle 5 Sekunden oder so dann um 300 oder so geheilt wird. Und hier ist es tatsächlich noch so gelöst, dass man permanent hochgeht. Das ist ach sehr geil gemacht. Okay, komm, wir pumpen uns jetzt auf 38 Grad hoch. Und ich glaube, hier können wir definitiv nicht so versagen, was das angeht. Da ich immer bei den Klippen stehe, mache ich ja immer hier nochmal den Hochpusher. Und da kann uns das eigentlich gar nicht passieren, dass unsere Temperatur ins Kritische runter sinkt. Also da muss man wirklich alles in einem Rutsch machen anscheinend, damit sowas passiert. So, da haben wir nochmal was. Und das nutzen wir natürlich auch. Und speichern nochmal in den Geas-Klippen. Desmo auf Level 45 immer noch. Ich habe gedacht, wir hätten schon Level 46 erreicht. Aber na gut. Was ist das? Ah, das ist wieder einer von der Kutterhainer. Und da kommt ein Boss. Glotzen sie alle blöd? Aber da kommt was. Wir sehen es jetzt noch nicht, aber was ist es? Was kommt da? Ziemlich olvares Vieh. Und es sind beide. Der Shizu rechts und der Shizu links. Das heißt, steht erst einmal auf uns alle Hastwirker. Das kann nie schaden. Und Cloud wirkt auf uns alle mal Regeneration. Ach, das kann nicht schaden. Das ist sehr gut, dass er den Barret gerade heilt. Danke dir. Und Sid, würde ich sagen, wir machen erstmal eine Barriere auf uns alle, damit uns körperliche Attacken nicht so viel ausmachen. Die Support-Zauber, die müssen definitiv sein. Ihr seht ja gerade auch bei solchen Boss-Gegnern ist das sehr, sehr nützlich. Und geht mal gemach auf die Gegner zaubern. An denen ich sage, wir machen hier mal einen Zauberatem noch auf die Kreaturen. Sehr gut, dass auch der Cloud heilt. Und dann kann das Sid Animal eine Zauberbarriere auf uns alle machen. Deswegen meine ich auch, wie gesagt, bei solchen Elementbossen wie bei der Kreatur hier ist es extremst gut, wenn wir solche Elementarmbänder haben, damit wir solche fette Zauber absorbieren können. Ui, okay, das war schlecht. Das war echt schlecht. Da war Zauberatem definitiv nicht richtiger. Und jetzt können wir einmal draufhauen. Und ich sage, hier können wir jetzt ruhig auch mal Bahamut rufen. Wir versuchen dann auszurauben. Und ihr seht auch das rote Over und das orangene ohne der Balke bei der Barriere ist auch wieder aktiv. Das finde ich natürlich auch wieder sehr geil mit dem Barrierezauber. Okay, da holen wir mal Bahamut dazu, weil Bahamut ist eigentlich immer ein elementneutraler Attacker. Das kann definitiv nicht schaden. Was wir mit dem Zauberatem angerichtet hätten, könnten wir jetzt mal wieder probieren zu heilen. Und er macht 3000 Schaden, circa. Das ist echt nicht schlecht. Dann rotzen wir noch so Ding drauf. Weil gerade bei solchen elementneutralen Gegner ist es geschickt, wenn man auch so solche Elementgegner ist es auch nicht verkehrt, wenn man solche elementneutrale Sachen parat hat, mit denen man die attackieren kann. Und die Barrieren sind auch nie verkehrt. Konnte nichts stehlen, aber die haben was. Steht das Sachen, wir attackieren die jetzt auch einfach so weiter hier. Weil das macht sehr viel gute Durchschnittsschade, wie ich finde. Aber wir sollten den anderen nicht außer Acht lassen. Weil ich glaube, das ist so geregelt, wir müssen den anderen in einer bestimmten Zeit niedergemäht haben. Und Klingestrahl machen wir jetzt mal auf Dendo. Dann attackieren wir den anderen Kopf weiter. Der Eiskopf und der Feuerkopf können was. Uah, 6000 Schade. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt macht er wieder irgendeinen Zauber. Und unsere Barriere sind auch so gut wie fertig wieder. Und das Sid macht immer noch einen guten Konter, wie ich finde. Ah, das ist wieder so ein Doppelatem. Aber der hält was ab. So, Cloud. Beschwör doch einfach nochmal
Bah, Mist, Bahamut geht jetzt leider. Nehmen wir nur Elmol anscheinend. Konnte nichts stehen. Das ist schade. Sid macht dann nochmal Zauberbarriere bei uns alle. Weil unsere Barriere sind jetzt auch weg. So. Da haut aber immer nochmal einer drauf. Das ist auch sehr gut gemacht. Deswegen mag ich das Konter auch so gern. Okay, unsere Regeneration ist auch weg. Deswegen sollten wir uns nochmal erstmal alle heilen. Da kriegt man jetzt leider zu viel Angriffe gerade auf die Schnitzel Sid. Und er sollte einen Hypersprung nochmal auf alle machen. So. Mist. Er hat leider nicht mehr sehr viel HP übrig. Da sollte man auch nochmal was dagegen machen. Sid raubt nochmal weiter. Rauben, rauben, schlagen, schlagen. Die würde ich sagen, wir machen nochmal Regeneration auf alle. Das kann auch nicht schaden. Und ansonsten attackiert doch einfach nochmal weiter. Okay, Sid. Wir rauben trotzdem nochmal weiter. Das ist sehr nötig, wie ich finde, weil die Gegner haben irgendwas. Und die Bossgegenstände will ich auch auf jeden Fall immer abgreifen, wenn es möglich ist. Ja, der Ende-Kopf scheint jetzt schlapp zu machen. Der macht nochmal eine letzte Attacke. Und es heilt das Sid sogar. Das ist gut. Ja, der Ende-Kopf macht schlapp. Das heißt, wir müssen drauf ruse, was möglich ist, nichts zu stehlen. Na gut, dann haut nochmal drauf, was möglich ist, Jungs. Der dürfte schlecht auf Eis reagieren. Jetzt habe ich Eis 2 leider gewählt. Aber der müsste schlecht auf Eis reagieren, der Kopf. Probier's einfach mal. Mist, der heilt sogar. Nicht gut. Dann müsste der schlecht auf Feuer reagieren. So, unsere Barriere sind wieder fast unter. Dann mach doch mal... Nee, scheiß drauf. Jetzt ist er kaputt. Hui, okay. Nicht verkehrt. Ich finde, das haben wir eigentlich ganz gut gelöst, wie ich finde. Ja, das war jetzt auch doppelt gemobbelt. Ich finde, wie ich finde. Also ich finde eigentlich, dass man den wirklich nicht schlecht gelöst hat mit den Elementboss. Ist halt immer etwas problematisch. Und gerade wenn man jetzt denkt, okay, der rote Kopf ist allergisch auf Feuer, dann kann man sich auch manchmal ins Fleisch schneiden, weil die Viecher dann doch irgendwie mit alle Elemente irgendwie nicht so gut reagieren. Oder von alle Elemente kalt waren. Das haben wir ja beim Zauberatem gesehen. Manchmal ist das halt so. Oh, die sind auch gefährlich. Das sind Qual. Manchmal hießen die ja Qual mit Q. Das sind definitiv Versteinerungsgegner. Die versteinern gern unser Truppe. Mit den Hotmachen in anderen Final Fantasy immer wieder zu tun. Es gibt halt immer so permanente Gegner, könnte man sagen. Dann würde ich jetzt ganz gerne mal Zelt verwenden. Und die jetzt nochmal unser Spiel speichern wollen. Ja, es gibt immer so wiederkehrende Gegner. Das sind definitiv die Qual, das sind definitiv, oder Karl, das sind definitiv immer die Malboro. Und da gibt es da so kleine froschartige Kreaturen, die ganz putzig aussehen und eine Laterne dabei haben. Aber die sind sackengefährlich. Die können mit ihrem Messerangriff einen Instant-Kill auslösen. Also ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Aber die gibt es definitiv auch in jedem Final Fantasy. Und die Kaktee, die gibt es auch immer. Das ist ein Kaktus. So ein kleiner Kaktus, das sieht auch sehr goldig aus. Aber ist ein sehr gefährlicher Gegner. Entschuldigung, das hat jetzt einmal kurz in das Ei gemisst. Okay. Gift ist eine Stufe hoch und noch irgendwas. Ich habe nicht gesehen, was noch eine Stufe hoch ist. Gucken wir doch gerade nochmal. Er hat nichts Neues dazu gekriegt. Barrett Arnett, soweit ich das beurteilen kann. Aber Sid hat Bio 3 mit dabei. Sehr, sehr geil. Angriff mit Giftzauber. Okay. Yo, nicht schlecht. Und ihr habt schon gesehen, so ein Kutterhainer ist da gekommen. So einer, so ein Wiedervereinigungstyp. Und ja, was passiert dann hier? Hier passiert nichts großartig. Hier müssen wir anscheinend auch unser Temperatur nicht mehr regulieren, weil wir jetzt wohl over the top sind, so wie das aussieht. Und ja, wenn jetzt einer von deiner Kutterhainer schon dabei ist, dann hieß es, dass Sephiroth wohl auch in der Nähe sein muss.
weil Wiedervereinigung, Sephiroth, das hängt irgendwie immer zusammen. Und wir haben tatsächlich den Gipfel erreicht und sind beim Nordkrater. Das wird jetzt einmal mit einer schönen Sequenz belohnt. Das Nordlicht aber. Und hier sammelt sich die Makroenergie vom Planet. Bombastisch. So bombastisch animiert. Jetzt haben wir es gepackt. Wir sind um der schlafende Waldreihe und sind beim Nordkrater gelandet. Ein alter Krater. Irgendwas ist vom Himmel gefallen und hier zerschellt. Hat ein Narbe hinterlassen auf dem Planet. Die gesammelte Energie dient zur Selbststeilung vom Planet. Sephiroth hat die Energie genommen und versucht, den Meteor zu benutzen. Beim nächsten Mal wird sie nicht so klar ausfallen. Kryptische Worte. Sehr kryptische Worte. Und möglicherweise könnt ihr euch denken, was Selomols so gelandet ist. Oh, jetzt haben wir einen ganz, ganz fetten Gegner, der Gigas. Das ist auch etwas, was in jedem Final Fantasy immer mal wieder auch in abgeschwächter Form oder halt in größerer Form auftaucht. Genauso wie der Behemoth, fällt mir auch ein. Behemoth ist auch so ein Final Fantasy Evergreen-Gegner. Aber ach, Gigas, wenn ich mich nicht irre, taucht auch Gigas immer mal wieder auf. Und wie ich finde, hier in Final Fantasy VII sehr eindrucksvoll, zumal der auch meine Frisur hat, der Gigas. Das gefällt mir natürlich auch sehr gut. Okay, aber er gibt nicht so viele Erfahrungspunkte. Aber ihr seht ja schon, hier haben wir es mit sehr urtümlichen Gegnern zu tun. Ja, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst, Herr Dievela. Die hören's auch schon an der Musik. Wolk, wart auf mich. Bitte nimm mich mit, du willst mit dem Sephiroth kämpfen, oder? Durch das Sephiroth habe ich auch vieles verloren. Nimm mich mit. Sag nicht, nee, okay? Okay, Tifa, los geht's. Mist. Mist, Mist, Mist. Jetzt müssen wir auf der Barret verzichten, weil auf der Sid kann und will ich irgendwie nicht verzichten. Es liegt ganz bei dir. Scheiße. Cheater, jetzt muss ich doch nochmal die Tiefe ausrüsten, anders geht's nicht mehr. Dann kriegt die halt... Das ist immer so ein Mist, das ist so ein Quark. Da hat man seine feste Truppe und da wird man mehr oder weniger gezwungen zu so einem Scheiß. Das gefällt mir einfach nicht. Na gut, mir bleibt nichts anderes übrig, als sowas nochmal zu wenden. Ich mag es dann trotzdem nochmal ausrüsten mit was. Schützt vor Gift, bla 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 bla. Hört Erfolgsquote beim Manipulieren. Na gut, dann machen wir halt sowas. Mist. Ich bin nicht glücklich damit, um ehrlich zu sein. Dann kriegt sie den Schokomog-Reihe, sie kriegt den Odin-Reihe, sie kriegt nochmal Feintechnik-Reihe. Sie kriegt... Was kriegt sie dann noch? Manipulation meinetwegen noch. Und Glücks- und Zauberplus. Was anderes kann ich jetzt auch nicht für die Tifa noch machen. Barret hat die ganze gute Sache. Es ist so scheiße, dass ich das nicht nochmal wechseln kann. Ja, da hätte ich mal früher dran denken sollen. Oder ich hab's auch nie mehr auf dem Schirm, sowas, um ehrlich zu sein. Ich weiß nie, wann die Wechsel sind. Oh, der springt gerade wie so ein Lemming Dorona in die Schlucht. Du hast noch eine Beschwörung. Materia Neo Bahamut. Ja, geiler Scheiß. Das ist etwas, womit man die Tiefe auf jeden Fall ausrüsten können. Dann lassen wir mal Glücksplus sein, machen Neo Bahamut. Beschwört Neo Bahamut. Das machen wir auf jeden Fall mit dazu. Und dort drüber ist auch noch was, wo ich speichern kann. Und das ist mir sehr wichtig. Denn dann kann ich hier an der Stelle speichern und einen Cut setzen. Und das ist jetzt der Wirbelwind Irrgarten. Und da sehen wir uns mal wieder zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, euer Yankee.